Madonna delle Rose. Nummer 87. Ein paar Schritte weiter kommt man zur Kapelle der Heiligen Peter und Paul mit dem Gemälde der Madonna delle Rose, Rosenmadonna, das um 1525 vom aus der Toskana stammenden Maler Vincenzo Tamagno circa 1492-1530 ausgeführt wurde. Unter den auf dem Gemälde dargestellten Figuren kann man Sankt Dominik, Sankt Katharina und Mitglieder der Familie del Caretto erkennen.